Wir stehen hier vor einem riesigen Busch des drüsigen Springkrauts, auf schlau Impatiens glandulifera. Warum heißt es eigentlich Springkraut? Dazu müsste man sich die Kapselfrüchte mal näher anschauen. Bei der kleinsten Berührung zerplatzen die Kapseln und die Samen werden herausgeschleudert. Das drüsige Springkraut ist eine wunderschöne Pflanze und das haben natürlich auch unsere Vorfahren erkannt und haben das zu sich geholt in ihre Gärten. Ursprünglich stammt die Pflanze aus Indien und wurde 1860 rum in England in Gärten angepflanzt. Von da aus ist sie aber leider ausgebüxt und hat sich über Gesamteuropa verbreitet. Heute gilt die Pflanze in Deutschland als invasiv, das heißt, sie verdrängt andere einheimische Arten und wird deshalb vielfach bekämpft. Ganze Schulklassen verbringen Wandertage damit, die Pflanze auszurupfen. Genau hier in der Blüte ist gerade eine riesengroße Hummel reingekrochen. Vielleicht könnt ihr das sehen, schaut mal, ja, jetzt fliegt sie weg. Ja. Was gefällt dir da eigentlich so? Die Hummel, die liebt den Nektar. Ja, dieses zuckerhaltige Saft ist spitzenmäßig, weil eben hier außenrum nicht mehr so wahnsinnig viel blüht jetzt im Herbst. Und finden tun sie die Blüte durch Geruch. Ja, also für Menschen kann man jetzt streiten, ne? So richtig toll angenehm riecht es nicht, aber Insekten lieben den Duft. Sieht also, was schädlich und was nützlich ist. Liegt immer so ein bisschen im Auge des Betrachters. Und Insekten haben wesentlich mehr Augen.